liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich bedauere sehr, dass ich hier oben allein stehe und über den Aktionstag am Dienstag vor einer Woche berichte. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass wir hier zu fünft oder zu sechs stehen und jede Gruppe ihren eigenen Bericht macht. Da dies nicht der Fall ist, kann es sein, dass mein Bericht etwas einseitig ausfällt, weil ich hauptsächlich für die Bannerparade zuständig war. Warum wohl, liebe Freundinnen und Freunde, hat die Deutsche Bahn ihre mit viel Tamtam angekündigte Öffnung der Baugrube im Schlossgarten abgesagt? Darüber darf spekuliert werden. War es die Einsicht, dass man sich lächerlich macht, wenn man den Journalisten ein ödes Baufeld mit ein paar Teilstücken dessen vorführt, was später einmal eine Baustraße sein soll? Ein blumengeschmückter Bagger sollte, so die Ankündigung von Herrn Käfer, den ersten Baggerbiss ausführen, um aller Welt zu demonstrieren, dass das Projekt jetzt unumkehrbar ist. Ich vermute, die Bahn hat diese Show abgesagt und sich auf eine Pressekonferenz beschränkt, um die Blamage zu verheimlichen. Die Blamage nämlich, dass bei diesem Monsterprojekt nichts funktioniert. Die für Mitte des Jahres angekündigte Baustraße ist nicht fertig. Die doppelte Grundwasserentnahme noch immer nicht genehmigt. Der Nesenbach-Düker, der als erstes in Angriff genommen werden müsste, weil er unter dem Bahnhofstrog liegt, nicht einmal begonnen. Wir haben uns durch den Rückzug der Bahn nicht beirren lassen. Vielmehr haben wir Ihre Ankündigung zum Anlass genommen, einen Aktionstag zu veranstalten mit vielen interessanten, einfallsreichen und provokativen Aktionen. Ich möchte hier kurz über die Bannerparade berichten, die am Dienstag vergangene Woche von 9 bis 12 Uhr am Baugelände für den Bahnhofstrog stattfand. 800 bis 1000 Personen waren an der Aktion beteiligt. Um 10 Uhr gab es eine Menschenkette. Die Vielfalt und der Einfallsreichtum der Bewegung, die sich in den Texten der Banner spiegelte, haben mich tief beeindruckt. Obwohl ich seit 4 Jahren dabei bin, habe ich viele Banner noch nicht gekannt. Anderen ist es ähnlich gegangen. Die Kette der 150 Banner zog sich am Geländer der Brücke der ehemaligen Schlossgartenstraße entlang über den Bauzaun bis zum Planetarium, ja sogar bis zum Biergarten. Hier nur ein paar Beispiele für die Banner und ihre Aufschriften. Stuttgart 21, wehrt euch! Empört euch! Stuttgart steht auf Kopfbahnhof. Wir lassen nicht locker. Ihr kriegt uns nicht los. Wir euch schon. Oder ihr macht alles kaputt. Uns aber nicht. Und das gilt auch hier für alle, die auf diesem Marktplatz versammelt sind. Unterstützt und bereichert wurde die Aktion durch die Capella Rebella, die Nonnen und Mönche mit ihrem Gong,
in den schwarzen, eindrucksvollen Kutten und dem dunklen, eintönigen Gesang. Und siehe, Gott sah, dass es nicht gut war. Dazu noch die Versorger und Michael mit seinem Lautsprecherwagen, der als Lügendetektor fungierte. Das Medienecho war schlicht überwältigend. Wir waren in der überregionalen Presse, im Südwestrundfunk und sogar mit einer Stellungnahme von Matthias, unserem Pressesprecher, in der Tagesschau. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich Rosanna, die knapp 100 der 150 Banner gemalt hat, und Matthias von Hermann für die hervorragende Pressearbeit unseren Dank ausspreche. Dieser Dank gilt selbstverständlich allen übrigen Beteiligten an der Aktion. Natürlich gab es auch einige Pannen. Die sind bei einer so vielgestaltigen und gelegentlich auch ein wenig chaotischen Bewegung wie der unsrigen fast unvermeidlich. Es wäre besser gewesen, wir hätten einen gemeinsamen Flyer für den Aktionstag gehabt. Auch ich habe es versäumt, mich darum zu kümmern, da ich mit der Organisation der Bannerparade voll beschäftigt war. Also kurzum, die Bannerparade hat die Kraft und die Lebendigkeit der Bewegung gegen Stuttgart 21 allen vor Augen geführt. Unsere Bewegung ist nun schon mehr als 4 Jahre aktiv und sie wird hoffentlich so lange aktiv bleiben, bis dieses Monsterprojekt an seinen inneren und äußeren Widersprüchen scheitert. So lange, liebe Freundinnen und Freunde, und noch viel länger wollen wir oben bleiben.